Hoi, da sind wir wieder. Ja, grüß euch Leitlach und Leitlerinnen und guten Abend auf Nacht und herzlich willkommen bei Gemeldeter Dach. Ja, alles Mögliche hat sich wieder zugetragen in unserem schönen Landl da und alles Mögliche ist passiert, darf der Postra sagen. So, zuerst einmal zu den lokalen Meldungen. In einem Lokal in St. Pölten ist gestern sakrisch geriffen worden. Grund der Auseinandersetzung in diesem Lokal war ein Pokal. Ein Schläger hat einem anderen in Fall einen Pokal auf den Grind geschlagen und dieser ist gekugelt, weil es war teuflisch hahl. Der Pokal ist im Lokal bei einem Schal hängen geblieben. Das Opfer wörtlich nach dem tätlichen Angriff, kein Problem, mir haben schon ganz andere niedergeschlagen. Ja. So, auf der Questurin St. Pölten wird zur Stunde bämisch ausgehakelt, wer den Schaden im Lokal bezahlt. Politik. Die Diskussionen rund um das Siegesdenkmal Dumme Dumm und andere faschistische Relikte in St. Pölten laufen heiß. Wir haben Bürger auf der Nackhütten Straße zu ihrer Meinung befragt. Ja, wir kämpfen hier, da müssten die Leute einfach alle einen kühlen Kopf bewahren, nicht? Und einfach nicht gehen, dass so nervös werden, kommen wir vier. Die Leute gehen am erst ungern in deine Gerichtsgebäude oder in deine Finanzgebäude innen und nachher das Kombattere, ob in ihre Kredere Michel wäre der Ding, der Berlusconi kommt mir vier. Nur hat die eine Idee, kann man das ordnen und von Berlusconi so ein Relief machen, wo er mit den Gitschen so eine Bunga-Bunga-Party macht. Dann gingen die Leute auch lieber innen, wo mehr Strafe gezahlt und der Staat hat mehr Geld. Dann hat man auch Geld noch für den Bau von Loch, nicht? Von Gefängnis verpatzen, nicht? Und mehr Geld für den Brennerbasistunnel, auch ein grosses Loch, nicht? Dann hat man der Galling wahrscheinlich lächer genug, nicht? Ich wäre nicht auf Nacht. Wenn keiner schaut, mit dem Hilt, ja, ach, komm, besser. Na, schau. Weißt du, dieses ewige Thema Siegesdenkmal, also man, Natscha, da jeder Jöckel mischt sich da hinein und glaubt, seine Meinung sagen zu müssen. Ich würde es einfach da stehen lassen und aus diesem Denkmal ein Mahnmal machen. Allerdings würde ich sagen, die Schriften sollte man entfernen, schleifen, ja, weil da steht ja, dass sie uns Kultur und Sprache gebracht haben. Und ich finde nicht, dass man Bozner Deutsch bringen kann, weißt du, Natscha, und das muss man schon leben, Zierfunger. Allerdings würde ich die Absperrungen wegtun, weil wenn dann Leute kommen, gerade so am Tag wie heute und sich das Siegesdenkmal anschauen, heute sind ja Lacken da und dann könnte es ja passieren, die Leute kugeln dann hinein. Jetzt muss ich gehen, kommt mein Postauto. Den hat's nicht wenig geklappt, gell? So, gestern hat sich in der Sill Anfang der Saarner Straße ein folgenschwerer Unfall ereignet. Ein Luxusauto wollte über die Brücke Richtung Saarental, während der andere Lenker mit dem anderen Speibdatel viel zu rasch in eine Rie hineingefahren ist. Dann hat es teuflisch gezündert und beide Fahrzeuge stürzten über die Böschung. Wir haben die Möglichkeit, diesen Unfall im Studio kurz nachzustellen. Cosa è successo? Cosa? 127 ciuburoni, 127 ciuburoni, cosa? Sviluppi, 128 ciuburoni. Kommen wir kurz zum Gesundheitswesen. Gesundheit geht im Wesentlichen für die des Patienten oder die des Arztes. Mediziner warnen vor zu hohen Medikamentenverzehr und raten zur Hausapotheke. Außerdem führt der Ärztemangel in Südtirol vermehrt zu Stresssituationen bei den Ärzten. Hierzu Dr. Rainer Wöss. Die Leute müssen sich einfach wieder viel mehr auf die Alternativmedizin besinnen, also Hausapotheke und ich sage immer wieder Hausapotheke, Honig mit Milch,
viel trinken auch. Und ich habe bei der letzten Hustenepidemie beispielsweise sehr oft Rizinusöl verschrieben. Das führt dazu, dass die Leute dann zwar der Husten nicht vergeht, aber die meisten trauen sich dann einfach nicht mehr zu husten. Ne? Hoppala. Das muss ich mal wieder leid. Aber was rennen getan, gell? So, weiter mit den Nachrichten. So. Und gleich mit der Nachrichten. Mal öfter reißen wie falsch selber, gell? So, 20 Jahre Ötzi. Ötzi, ja, nicht letztes Jahr. Hat man sich nicht gedacht, gell? Die Vorbereitungen zu 20 Jahre Feier im Ötzi-Museum laufen heiß. So, stellen wir mal da. Stellenweile mal den Ecke nach da hin. Johnny Kniesteiger, ich tue da auch aushelfen alleweil, weil wird ja alles umgebaut da oben in Ötzi, nicht? Weil er wird hier 20 Jahre alt, nicht? 5020 Jahre alt, musst du denken, hell wird sein. Gut, soll wird ihm gleich sein. Er wird ihm gedenkt um, wer früher stirbt, ist länger dort, hell wird sein. Ja, gut, ihr mir zu allem Wunder, warum der den Arm so hat. Hast du gesehen, den Arm, nicht? Jetzt bin ich drauf gekommen. Der ist mit der Frau auf dem Berg gewesen, ganz gewiss, warum sie gestritten wegen dem Weg. Er hat gesagt, da, sieh da, da hat es mir allen geglaubt. Dann hat er gesagt, ja, soll ich da eine Gender, nicht? Und dann wird es in Sölle sehr angeschaut kommen mit den Augen, dass ich meinen Pfeiler den Rücken nicht geschossen. Und dann ist er logisch gegangen, weil sie haben sie ja nie gefunden, die jetzt auch nicht. So, jetzt muss ich weitermachen, weil ihm ist im Seis ausgegangen, dass er nicht Auto hat, muss ich ein halb Kilo Stracciatella kaufen, muss ich ihn hinlegen, gell? Teufel, arbeit ist da was. So, und zum Anschließen, bevor wir da noch zusperren, schauen wir kurz auf die Wetterprognosen. Peppen, wie schaut's aus? Ja, ich hab sagen, die Prognosen sind so, dass die Nosen rennen, wenn's kälter wird. Ja, jetzt kommt's Wetter. Das heißt, jetzt kommt das Wetter noch nicht, weil sonst wird es ja regnen oder schneiben. Eine Zuschauer schrieb da von der Frau Dobis aus Parchins. Sie fragt, er muss schon beim Schneid es? Nein, Frau Dobis, geschnitten ist schon jetzt nach der Gallinger Aachkugeln. Ja, sich könnte ich nur sagen, ich habe es ja wie... Sei stillstehen, ich rede auch mit den Leuten. Ja, sich könnte sagen, wir haben ganz nahe den Kreuz, von seinem her jetzt der Galling schneiden, aber mir kein Faires bringt nicht zusammen, gell? Zum Schluss noch, wenn warmer Wind weht, wird es Wetter wieder wärmer werden. Zurück ins Studio. Sei mal stillstehen. Danke, Peppen. So, und zuletzt noch etwas in eigener Sache. Ich koch's Rindfleisch allem mit einer Scheibele Zitrone, noch bleibt's länger frisch. Danke fürs Zuhören, wir sehen uns das nächste Mal zwischen halbe und drei Viertel. Danke Leitler und vierte Nacht.